Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wird es sich um den Rest der Wohnung drehen. Da ich im Badezimmer so viele Sequenzen hatte, habe ich das einfach als einzelnes Video hochgeladen, wie ich auch schon in dem gesagt habe. Aber ja, jetzt geht's weiter mit dem Rest der Wohnung. Also im Schlafzimmer, habe ich im Schlafzimmer noch was gefunden? Nee, im Flur, im Wohnzimmer und im Wohnzimmer. Ah ja, und im Schlafzimmer, im Kleiderschrank dann nochmal ein paar Teile. Hat sich dann rausgestellt, dass manche Sachen doch nicht geklappt haben. Werdet ihr dann sehen. Viel Spaß! So, ich habe jetzt die Sachen aus dem Flur mal hier ins Schlafzimmer gebracht, weil der Flur so dunkel ist. Und wir haben hier diese zwei Körbe. Der steht ja oben auf der Garderobe. Der hier steht auf dem Boden. Da ist zum einen der Schal hier. Den benutze ich auch so ein bisschen, um den Kram da drinnen zu verstecken. Haben wir hier einen Maßstab, Metermaßstab, weil den brauchen wir immer mal wieder so zum Sachen abmessen und dann immer in den Keller zu rennen, dafür sind wir zu faul. Wir hier zwei Cappies, die behalten wir, weil das ist meine einzige und die ist echt praktisch im Sommer, weil da kriege ich keinen Sonnenstich. Und das ist die Paul so im Alltag trägt. Ab und zu mal, dann haben wir hier eine Bauchtasche, die ist im Urlaub auch praktisch. Dann haben wir hier eine Handyhülle, die habe ich mir im Barcelona-Urlaub gekauft, damit ich diese umhängen kann. Wollte ich schon ein bisschen länger haben, um dann, ich bin immer Fotobeauftragte im Urlaub, damit ich ganz schnell das Handy zücken kann und Momentaufnahmen schießen kann, ohne das hier rauszufummeln müssen. Und ein kleiner Regenschirm, den behalten wir auch. Dann kann ich das hier eigentlich wieder reinmachen, weil das bleibt hier unten drin. Die Cappies, das ist Sommer, das heißt, das tausche ich aus. Die kommen dann hier oben rein wahrscheinlich. Und der hier, den wir fahren, also könnten wir vielleicht auch da rein machen, weil Urlaub ist jetzt, steht jetzt nicht mehr an. Dann habe ich hier noch eine meiner letzten Designer-Handtaschen. Die habe ich noch gekauft, als ich so auf den Designer-Handtaschen-Trip war. Viele habe ich auch wieder verkauft. Louis Vuitton, Valentino, Michael Kors, aber die hier ist sehr, sehr praktisch von der Größe her, so für schickere Anlässe, aber auch so für schnell mal Geldbeutel und Schlüssel und Handy mitnehmen. Und ich finde die sehr, sehr schick, deshalb will ich die auch weiterhin behalten. Die andere, die ich noch habe, die ist von Longchamp. Also das ist jetzt nicht so krass designermäßig, aber halt auch so ein Markennamen. Das ist die, die ich im Alltag trage, so wenn ich zur Arbeit gehe, wo ich meine Essenssachen reinschmeiße. Die ist halt sehr groß. Die habe ich, das war meine allererste Designer-Handtasche, die ich von meinem eigenen Geld bezahlt habe. 101 Euro damals, war ich ganz stolz, als ich die gekauft habe. Und habe ich echt lange drauf gespart früher. Ich glaube, die habe ich so in der Realschule gekauft, irgendwie so 8. Klasse oder so. Und dann weiß ich noch, wie ich da an dem Schalter stand und 101 Euro auf den Tisch gelegt habe. Ja, das war cool. Aber mittlerweile, ich habe die Henkel schon zweimal flicken müssen. Und Naht am Henkel geht auf. Ja, also ich weiß nicht, wie lange sie es noch macht, aber bis dahin wird die totgetragen. Also die behalte ich auch. Dann haben wir hier einen Jutebeutel. Den kann man immer gebrauchen. Dann haben wir hier einen kleinen Rucksack. Der ist von der Größe her ganz praktisch, hatten wir jetzt auch auf Flugreisen im Urlaub dabei, aber wir haben auch einen zweiten Rucksack, einen größeren, wenn wir zum Beispiel wandern sind. Beide Rucksäcke haben keine Brustgurte oder Beckengurte und dadurch ist es nicht so bequem beim Wandern, oder für mich auf jeden Fall nicht. So habe ich überlegt, ob ich die beiden austausche durch einen, der abnehmbare Gurte hier hat. Da habe ich einen gefunden von VD, Boat, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, der einen abnehmbaren Beckengurt hat und einen abnehmbaren Brustgurt und auch nicht so sportlich aussieht, sodass ich ihn im Alltag auch noch benutze. Weil wenn sie zu sportlich aussehen, benutze ich die nicht, weil das ist mir zu doof. Beziehungsweise da ist mir dann Aussehen doch ein bisschen wichtiger. Ja, also ich weiß noch nicht, ob der langfristig bei uns bleibt. Der ist ganz praktisch, aber die Qualität, damit sind wir nicht so zufrieden. Also hier zum Beispiel die Henkel, die sind schon ganz schön ausgefranst, also ausgerissen. Den haben wir erst kurz vor dem Italienurlaub letztes Jahr gekauft. Wasserdicht ist er auch nicht. Wir kamen nämlich in Barcelona in den Regen und da war alles nass drin. Da stand unten so viel Wasser drin. Also
Bis ich mich dazu entschieden habe, weil er geht ja noch, vielleicht wenn er auseinanderfällt, tauschen wir ihn aus. Dann haben wir hier einen Schal David Powell, oder den habe ich glaube ich mal gekauft, aber dann hat Pauline immer getragen. Den behalten wir auch. Dann haben wir hier einen großen Jutebeutel, den behalten wir auch, der ist super praktisch. Mache ich direkt mal Beutel in Beutel. Hier ist eine Anleitung von unserer Klingel, die hatten wir letztens erst wieder gebraucht, die behalten wir auch. Mein Stirnband, Pauls Mütze. Und ich habe auch noch so eine Mütze. Oh shit, die ist ja auch fusselig. Was fusselt? Ah. Ich habe letztes Jahr mich am Stricken probiert und habe hier so einen Schal gestrickt. Ich habe ihn vielleicht einmal getragen, weil er fusselt mir viel zu stark. Das ist so kacke. Seht ihr hier die Mütze? Und meine Cappy, die war auch vorher da drin, die ist auch übelst zugefusselt. Also richtig bescheuert. Das muss ich jetzt wieder entfusseln. Na toll. Na gut, deshalb glaube ich, auch wenn ich den selbst gestrickt habe, werde ich den aussortieren, weil das ist mir einfach nicht wert. Ich trage ihn nicht und ich werde den mal mit dem Fusselrasierer entfusseln probieren. Sonst werde ich ihn beim Secondhand-Laden abgeben. Vielleicht freut sich jemand drüber, weil ich trage es nicht. Ich hatte auch immer Fusseln im Mund, wenn ich den anhatte. Also ich habe mich da in der Wolle, keine Ahnung, was ich da für Wolle benutze. Das war super flauschig und ich wollte halt einen schwarzen Schal. Aber das finde ich nicht schön. Und der ist auch echt mir gut gelungen vom Stricken her, finde ich. Also ist sehr gleichmäßig geworden. Seht ihr das? Also ich war sehr stolz. Und wenn man den so stretcht, ist er halt recht breit. Aber ja, mir ist er zu schmal und zu fusselig. Oder beziehungsweise das Fusseln ist halt im Vordergrund. Dann haben wir... Boah, da kam gerade so ein fetter schwarzer Fussel raus und ist so geflogen. So ein bisschen. Und ich dachte, das würde irgendwas krabbeln. Mit zwei Paar Handschuhen. Das ist mein Paar und das ist Pauls Paar. Ja, also das sind einfach nur so Stoffhandschuhe. Wir haben ja auch richtige Handschuhe zum Snowboarden und Skifahren. Genau. Aber da würde ich sagen, da jetzt Winter ist, werden wir das jetzt wieder hier reinmachen, die Mützen und Stirnbänder. Und hier, boah, hier sind viele Fussel drin. Ich werde die jetzt mal raussuchen, damit die Sachen nicht mehr fusselig werden, die ich da jetzt reinmache. So. Ja, ich habe das Video vom Kleiderschrank kam vorgestern online und ich habe zwei Kommentare darunter bekommen, dass es wohl sehr chaotisch war. Es tut mir echt leid, aber ich war so überwältigt, also wahrscheinlich, oh, jetzt habe ich es auf meine Scheiße, auf die Mütze gefusselt. Ich war echt überwältigt von diesem Haufen an Klamotten, also wahrscheinlich habe ich da, ja, ein bisschen den Überblick verloren und das hat man wohl gemerkt im Video. Aber ich habe auch schon Tipps bekommen, wie ich das besser machen kann, wenn ich nach Kategorien aussortiere. Und dann wäre es wahrscheinlich auch einfacher, weil ich habe ja an manchen Punkten dann irgendwie Tanktops gesucht und gesagt, das ist besser als das, was ich vorhin in der Hand hatte. Da wäre es wahrscheinlich sinnvoller. Man holt alles zwar aus dem Kleiderschrank, lässt sich kurz überwältigen von diesem riesen Haufen und dann sortiert man aber in einzelne Kategorien, sodass man die dann leichter durchgehen kann. Irgendwie, das machen auch viele von denen, wo ich das Video angeguckt habe, aber irgendwie dachte ich, ach ja, ich habe ja nicht so viel. Dann kann ich ja auch einfach alles nach und nach, so wie es halt auf dem Bett liegt, aussortieren. Ja, aber war wohl zum Zugucken nicht ganz so einfach. Also es tut mir leid. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, so zu gucken. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß beim Aussortieren. Aber ja, ich werde es nächstes Mal besser machen. Ich werde sicher nochmal meinen Kleiderschrank aussortieren. Ich habe ja doch noch ein paar Sachen behalten, wo ich mir noch nicht ganz so sicher war. Die weiße Hose und dieses blaue Hemd habe ich jetzt doch noch behalten. Bei den Sachen mit den Flecken, ja, ich versuche es gerade mit Essig. Das wäscht gerade. Ich bin mal gespannt, ob das was wird oder ob ich die Hose komplett versaut habe. Ja, ansonsten werde ich die mal auf Vintage stellen und sagen, hier mit Fleck, für 30 Euro verkaufen. Weil es sind ja Armed Angels Hosen, die sind ja nicht gerade günstig, aber vielleicht kann damit jemand noch was anfangen. Oder vielleicht stört es jemanden auch nicht, aber mich stört es, wenn ich es anhabe und da so Flecken sehe. Ja, also meine Mütze, die behalte ich auch erstmal. Ich trage die nicht oft, weil ich dann doch lieber Schals trage. Aber eine Mütze zu behalten, ist jetzt, denke ich, vollkommen in Ordnung. Und ich meine, ich habe keine Ersatz. Ich würde mir jetzt auch keine neue Ersatzmütze kaufen, weil dafür trage ich sie zu wenig. Aber so, wenn wir mal hier spazieren gehen und ich nicht die Kapuze trage oder Kapuze und Stirnband, sondern halt
komplett warm haben möchte. Also hier wird schon ab und zu echt kalt, so minus 10 Grad haben wir auch schon. Und dann ist es ganz gemütlich mit kompletter Mütze. Und ja, die habe ich, glaube ich, damals von H&M irgendwann gekauft in meiner Jugend. Ja, passt noch auf meinen Dickschädel und weiß ist jetzt recht neutral, deshalb behalte ich die. Jetzt schaue ich gerade mal, ob das hier alles reinpasst. Wird, glaube ich, ein bisschen knapp hier mit den Schals. Oh, ich habe einen Ohrwurm. Wir waren ja auf dem Blink-182-Konzert und die haben gerade ein paar neue Songs rausgebracht. Und Paul singt im Hintergrund die ganze Zeit in der Küche, der richtet gerade das Frühstück. Ja. Ole, ole, ole. Also, das ist hier der Korb. So stelle ich den jetzt wieder hin. Sieht, finde ich, ganz hübsch aus, wenn es so den Anschein macht, als würde es rausfallen. Aber ja, also das ist der eine Korb. Dann packen wir den oben wieder auf den Schrank. Da kommen jetzt die Sommerhüte rein. Die Jutebeutel, und ich denke, ich hole die Jutebeutel. Ich habe noch welche im Keller, dass die alle sozusagen an einem Ort sind, weil aus dem Keller hole ich die meistens nicht. Dann kommen die alle hier rein. Dann den Rucksack und meine Handtasche. Ja, das ist jetzt ein bisschen leerer, aber ja, viel gegangen ist ja nicht. Aber jetzt ist das meiste sozusagen hier drin, mit das Volumen hat. Die Wintersachen haben halt mehr Volumen. Genau. Ich mache mal im Wohnzimmer weiter, denn als wir krank waren, lagen wir sehr viel auf der Couch rum und haben auch hier diese Decke in Benutzung gehabt. Die habe ich erst dieses Jahr beim Aldi mal mitgenommen, weil die da so eine ganz viel so Boho-Zeug hatten. Die ist echt schick, aber die ist uns zu unflauschig für die Couch. Also die ist halt so Baumwolle, aber es ist halt so, ja, weiß ich nicht, zu unflauschig für die Couch. Und da soll es sehr gemütlich sein. Und sie fusselt auch ein bisschen, also die werde ich aussortieren. Aber die werde ich meiner Freundin geben. Die sucht nämlich nach einer beigen Decke. Und das würde ja sehr gut passen. Ich bin, als ich die Küchenschränke ausgewischt habe, auch mal durchgegangen, ob es da irgendwas dabei gibt, was wir nicht mehr so regelmäßig benutzen. Und zum einen habe ich Müll gefunden. Das ist eine Plastiktüte, die wir aufgehoben haben. Ich glaube, von einer Selfie-Bestellung. Als Müllbeutel, aber die hat Löcher. Deshalb möchte ich den nicht als Restmüllbeutel benutzen. Dann hier Brötchentüten, aber die brauchen wir hier zu Hause nicht. Dann habe ich noch mehr Müll gefunden, so eine Verpackung, ein bisschen Kram. Dann ein leeres Glas, das werde ich auswaschen und dann in den Keller bringen, weil gerade benutze ich keinen Schokoproteinpulver und Paul hat ein anderes. Dann habe ich hier Teebeutel gefunden, aber wir haben losen Tee, deshalb wird die Paul bei der Arbeit leer trinken. Und diesen Milchaufschäumer, den hat Paul zum Kaffeemachen benutzt, bevor er sich dieses Teil angeschafft hat. Und da ist auch ein Milchaufschäumer dran. Das heißt, den brauchen wir nicht mehr. Also muss ich ihn mal fragen, ob er den trotzdem behalten möchte, aber rein theoretisch brauchen wir ihn nicht mehr. Und dann noch diese Pfanne, die ist unbeschichtet und wir kommen damit nicht so gut klar. Ich dachte, ah ja, ich kaufe eine unbeschichtete, dann ist das gesünder, bla bla, aber gefällt mir beim Kochen nicht, es nervt mich. Ja, also darf die gehen. Ah, dann haben wir hier einen Saisonkalender und ich finde die Illustrationen ganz schön. Jetzt der Oktober ist ein bisschen lahm, also weil er so kahl ist und nicht so schön bunt. Aber es sind halt jeden Monat verschiedene Illustrationen. Eigentlich ganz cool, aber ganz ehrlich, ich habe da noch nie drauf geguckt, um meinen Einkauf daran anzupassen. Weil ganz ehrlich, kaufe ich, ja, ich kaufe Gemüse, ich habe auch einen Kürbis, ich habe einen Blumenkohl, ich habe, also, aber ich schaue, ich habe rote Beete, ich Äpfel, Tomaten, aber ich schaue da halt einfach gar nicht drauf. Ich kaufe das, worauf ich Bock habe und nicht anhand des Saisonkalenders. Und ja, ich vergesse auch meistens es umzudrehen, ich habe es erst gestern von September auf Oktober umgedreht. Ja, ich schaue mal, ob ich den Verkauf bekomme auf eBay, weil der ist echt hübsch illustriert, aber gefällt mir. Also, ich verwende es, ich habe keine Verwendung dafür. Ich benutze es halt einfach nicht und dafür ist es echt zu schade. Und als Deko finde ich es jetzt auch nicht so schön, weil da habe ich hübschere Pflanzen. Dann, apropos Pflanzen, kommen wir hier noch zu einem Trauerspiel. Ich dachte, die kommt nochmal. Irgendwo hat sie auch so einen leichten hellgrünen Austrieb, aber die sieht so schäbig aus. Also die werde ich entsorgen. Das ist mir, also schaut euch das mal an. Sieht so traurig aus. Ja, das ist
doof. Ich bin gestern auch noch durchs Wohnzimmer gegangen und da habe ich zum einen das Spiel hier, das Bonanza, aber das Erweiterungsset, das hatten wir einmal im Urlaub dabei und haben das mit, ich glaube, 7 Personen dann gespielt, weil die normale Variante geht von 3 bis 5 Personen und es hat gar keinen Spaß gemacht. Also mit so vielen Personen hat das uns gar keinen Spaß gemacht. Deshalb kam das hier weg. Dann mein Planer von 2023, den ich nur bis Februar benutzt habe und danach nicht mehr. Ja, ich bin wohl nicht so die Papierversion. Ja, also man sieht, ich habe hier nur bis zum 5.1. Zettel abgerissen. Ja. Ich werde für 2024 definitiv keinen brauchen. Dann habe ich hier nur eine Verpackung von einem Kabel von USB-C zu USB. Und eine Packung Sprossen. Nee, ja, und da. Kresse-Samen. Wir haben so ein Sprossenglas, wo es mit so einem Sprossenmix echt gut klappt. Aber die Samen hier sind viel zu klein für das Gitter. Und ich habe keinen Bock, die irgendwie anders anzupflanzen. Aber wir haben hier im Ort so eine Saatgutbörse, wo wir halt so Tütchen abgeben können. Da werde ich die abgeben. Und die Kiste hier werde ich aussortieren, weil eine Freundin braucht die. Und dann werde ich die ihr geben. Was traurigerweise noch dazugekommen ist. Das Top hier einerseits, habt ihr im Kleiderschrank-Video gesehen. Ich habe den Fleck nicht rausbekommen. Dann ist es noch verfärbt in der Wäsche, das heißt, es kommt jetzt weg. Und die Hose hier, ich habe auf beiden Hosen die Flecken nicht rausbekommen, die ich dadurch geil sehr verursacht habe. Also es ist ein bisschen weniger geworden, habe ich das Gefühl. Auf der anderen Seite, die hat ein bisschen andere Waschung. Die hatte ich ja aber eh schon aussortiert. Da sieht man es nicht ganz so stark. Ich versuche sie auf Vinted mal zu verkaufen. Keine Ahnung, für ein 20 oder so. Ich stelle es rein und. Weil es ist ja doch Abend Angel und sie sind wirklich nicht alt. Ich werde es mal reinstellen und mal schauen, ob es jemand haben möchte. Sonst werde ich es beim Secondhand-Laden abgeben. Vielleicht freut sich da jemand drüber. Es tut mir wirklich leid, aber ich trage es mit Fleck nicht. Ich möchte das nicht. Also, ich finde es nicht schön. Und ich brauche auch keine Jeans, eine dreckige Jeans, weil ich. Wenn ich irgendwas Dreckiges mache, dann ziehe ich keine Jeans an. Ja. Scheiße. Oh, das ärgert mich. Vor allem ist es ärgerlich, weil ich das ja von meinem begrenzten Budget immer kaufe, so Klamotten und sowas. Es tut wirklich weh. Also, es schafft mir nochmal so ein bisschen mehr Bewusstsein darüber, was ich kaufe und was ich nicht kaufe. Aber das hier, ich weiß auch nicht, was ich... Also wenn ich die Hose umfärbe, dann habe ich ja auch nichts geschafft. Entschuldigung. Ich kann sie nicht blau färben, weil dann ist sie ja dunkelblau. Also. Ja, also. Die kommt weg. Oh Mann, ich bin echt traurig. Ja, ich würde sagen, wir beenden das Video hiermit. Ich zähle mal noch schnell durch, wie viele Teile das jetzt waren. Aber ich glaube, einen Teil habe ich schon weggeschmissen. Ich glaube, 15 Teile. Und das hier, 16. Ich würde es vergessen. Okay, ich würde sagen, ich habe es geschafft. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder auszusortieren. Es ist doch verrückt, wie man dann doch wieder Sachen findet, die man nicht mehr braucht oder die man nicht nutzt oder dessen Benutzung keinen Spaß macht. Oder eine Verpackung, die man nicht mehr braucht, die leer im Keller lag. Ja, ist Müll, aber ich zähle das mal mit, weil... Ja. Na gut, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwas aussortieren können. Und wir sehen uns dann in 3 Monaten sozusagen wieder beim Aussortieren. Nee, aber im Keller wird sicher noch einiges kommen. Da bin ich gerade wieder am Umräumen, weil ich einen Schreibtisch bekommen habe. Und ja, ich bin gespannt, was da noch alles rausfliegen kann. Aber es tut gut, irgendwie die Sachen loszuwerden. Und ich versuche dieses Mal, die Sachen wirklich schnell loszuwerden. Ich habe schon eine Kiste mit Büchern, die ich dann auf Momox ist es, glaube ich, verkaufen kann. Es nervt mich einfach, wenn es so lange noch im Keller rumliegt. Und ich werde jetzt versuchen, alles, was ich dieses Jahr aussortiere, dieses Jahr auch loszuwerden. Hopefully. Ah, und ich wollte noch von Selp hier erzählen, weil ich habe da jetzt eine E-Mail bekommen, dass mein Verkauf beendet ist. Ich kann euch gleich mal das Screen-Video einblenden. Ich glaube, ich habe
38 Euro oder 48 Euro eingenommen oder so. Ich hätte sicher mehr eingenommen, hätte ich es alles einzeln verkauft und hätte ich halt die Arbeit gehabt. Ich werde es, glaube ich, nicht nochmal machen, weil es war sehr langwierig und es war jetzt nicht so zufriedenstellend, weil manche Sachen, so ein Kaschmir-Pullover, sehr schnell, sehr stark reduziert wurde und irgendwie kaum verkauft wurde. Gut, andererseits habe ich zum Beispiel schon mal eine Jack Wolfskin-Jacke 2 Jahre auf Vinted gehabt und dann wurde es erst verkauft. Und das, die Geduld muss man halt auch haben. Geld, Zeit, ja, muss man selber wissen. Ich fand es okay, aber ich fand es jetzt nicht so bombastisch. Aber es wurde auch viel aussortiert. Zum Beispiel wurde ein Bikini getrennt. Das Oberteil wurde aussortiert, das Unterteil nicht. Das verstehe ich zum Beispiel nicht, aber ja. Ich habe ja nur Sachen hingeschickt, wo es mir egal ist, ob die sagen, wir wollen es nur noch recyceln oder noch verkaufen. Aber da muss man sich bewusst sein, dass man dann den Versand wieder bezahlt. Ja, jetzt ist aber zu Ende das Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, vielleicht auch irgendwas Schönes aus... Nee, nicht Schönes. Auch irgendwas aussortiert, was euch nicht mehr gefällt oder nicht mehr passt oder sonst was. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!